Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Overwatch, CSGO und Case Opening, wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt, falls ich das nicht rausgeschnitten habe. Ja, bin mal gespannt. Ich sag das 2. Wenn er dann irgendwann mal lädt. Inferno! 11-6 für die Terrors. Oder der Ping von dem, ne? 10. Richtig cool. Ja, 19-10 hat er. 3 MVPs. Okay. Er hat 3 Schüsse abgegeben, ne? 4 Schüsse abgegeben gehabt. 4. 4 Headshots. Hat aber an. Das war ja schon kein Zufall mehr. Na ja, gut. Haben wir das auch geklärt, ja? Der hat kein Control über den übers Schießen, war? Über sein Movement. Dann wird die Deagle halt so mega ungenau. Erzählt mir halt nix. Beim besten Willen ist das halt auf keinen Fall. Schade, dass es solche Leute gibt. Wirklich. Gedacht, ich guck nicht hin, ne? Aber ich hab ganz genau gesehen, wie du durch den Smoke geschossen hast, du Fotze. Das war auch schlecht vom Terror. Aber Leute, schon er ist schon zielgerichtet dahin gelaufen. Also sowas ist halt schon heftig.
will sowas vor allem auch nicht schönreden. Er kann ja angesagt gewesen sein, aber das Moveset, wie er das macht. Nie im Leben. Smoke und der Gegner springt und er killt ihn halt weg. Das ist halt. Haha, ich hacke nicht, ihr kleinen Mongos. Ich bin nur besser als ihr. Bla bla bla. Diese Dreistigkeit auch einfach, ne? Voll reinzuhacken. Ist halt übel. Wow. Ist halt keine... keine Frage für mich, ja? Dass der anhatte. So, jetzt ziehen wir natürlich wieder Only Blau. Vor allem habe ich jetzt mal eine andere Kiste genommen, und zwar die Breakout-Kiste. Mal gucken, ob die uns auch Glück bringt. Ich glaube es zwar nicht, aber hoffen darf man immer mal. Er fängt schon an, ne? Geht schon los mit der Osiris. Die sieht aber mega abgeranzt aus. Ist sie auch, Minimalware. Mega abgeranzt. Star Trek P2000, ja. FN. Was ist los? Hast du eine gute Kiste rausgeholt oder was? Ich glaube da noch nicht dran. Erst wenn ich was Rotes sehe. Oh, die Supernova wäre mega geil gewesen. Star Trek P250 Supernova. Das wäre mein Highlight gewesen heute. Hundertprozentig. Da wäre bestimmt nichts mehr nachgekommen. Egal. Die wollte in der Mitte schon zweimal durchgerauscht. Ich glaube, die will. Die will es halt wissen. Wir werden es sehen. Leider finde ich die Redskins nicht so geil. Die, sowohl die M4 als auch die P90, die sind irgendwie nicht so geil. Das einzige Geile hier in der Kiste ist ein Butterfly. Das war's. Der Rest ist halt Müll. Don't you fucking das. Ich mag mein Music Kit, Alter. Mein Music Kit ist richtig gut, finde ich. Aber wenn ich das wieder sehe, ne? So viel Star Trek und dann rauscht das alles dran vorbei, ey. Ärgert mich ein bisschen. Jetzt kommt Kiste Nummer 8, mal gucken. Kiste Nummer 8. Weißt du, das fängt gut an, weißt du, oder wird es immer schlimmer, immer schlimmer. Ich kenne das. Ja, war schon mal wieder die Star Trek gewesen, ne? Ja, man darf ja wohl mal träumen, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. So. Kiste 10. Das Pattern ist halt mega weird. Wo Overwatch? Ja, ich spann aus welcher Kiste wir jetzt was kriegen. Wahrscheinlich Breakout. Nee, aus der 9.
Hat sie Kratzer, ich glaube, die ist auf jeden Fall nicht Minimalware. Nee. Field tested. Habe ich da genug von? Nee. Die können wir auch noch nehmen. Die können wir noch nehmen. Zwei Stück. Ey, ich könnte meine zwei CZs reinschmeißen, ne? Das wäre mir zu heftig, Alter. Wir kriegen ja zwar was Pinkes, aber... Könnte halt voll reinscheißen. Wo bleibt das Overwatch? Was ist los? Darf ich noch eins am Tag machen oder was? Ja, ich will jetzt nicht weiter Kisten aufmachen, war, weil... Lol, Silber 3. Ja, wenn der sein Profil noch nicht mal eingerichtet. Doch hat er. Er hat auch sogar 12 Spiele. Well, well. Bitte was? 32:11? Tausend Stunden gespielt. Sowas ist immer verdächtig. Können wir jetzt mal weitermachen? Ah, so will ich es haben. Was haben wir hier noch so? Gehen wir mit. Gucken wir, ob wir irgendwas Gutes noch kriegen. Und das war's. Das 2, das 2, das 2, das 2. Mirage. Okay, immerhin Anfang der Runde. Also komplett des Matches. Nicht der Runde des Matches. Wir sind im Warm-up. Warum stört ihn nicht? War das neben Headshot?
Okay, Full Echo erste Runde, kenne ich nicht. Die haben sich alle Schild gekauft. Drei Leute echt eine Full Echo gemacht. Rush B. Ja, logischerweise. Der auf Side war ein bisschen komisch, der Boosted Box stand. Kommt mir vielleicht auch noch so vor. Ich denke mal, die haben ihn reportet, weil er anfangs oder Anfang der Runde immer AFK stehen bleibt. Würde ich fast behaupten. Und dafür. Und dann killt er ihn nicht mal. Das ist der erste übles Aim mit der P2000, dann kommt er mit der Deagle nicht klar. Ich wollte gerade sagen, er hat wieder nicht gekauft, aber diesmal haben die gekauft. Viele Runde, ja. Dieses ganze Warten bei von ihm am Rundenanfang ist halt ultimativ spät immer on site oder eben auf Position, weißt du? Und das wird mich halt auch mega stören. Du bist halt immer im Nachteil, wenn dein Mate nicht rechtzeitig da ist. Also das sowieso, aber er hat ja die Möglichkeit, rechtzeitig da zu sein. Smoke ihn doch einfach weg. Er hat die Bombe nicht. Mindgame, 40 Sekunden.
In dem Moment, wo er nicht hinguckt, weißt du? Beziehungsweise wo er sich gerade wegdreht. B-Rush. Extraordinary. Da bin ich halt drauf. Ja, hat sich jetzt echt die Bombe geholt, geht ah. Eigentlich müsste der von Short ihn richtig gesehen haben. Bomb has been planted. Er geht nur weg, ja. Jetzt blieb mir ja nichts anderes übrig. Das AFK-GG ist halt für mich ausschlaggebend, ne? Das ist so, wir verstehen, warum die ihn reported haben. Und es wird ja nicht das erste Mal sein. Mich würde es auch mega stören. Weiß ich nicht, also Zielhilfe, weiß ich nicht, also dafür fand ich ihn jetzt echt irgendwie kacke. Aber das ist halt, klar, Spielbeänderung, auf jeden Fall. Weil, wenn du es auf K gegangen, ne? Hat man halt perfekt gesehen, was da, warum? Natürlich nötig, also, klar, das ist, ich hab das mal angesprochen, ne? Erstmal vorkommt, ja. Aber dann einmal und nicht, keine Ahnung, alle 5 Runden oder... Die ersten 5 Runden dann schon, weißt du? Das ist halt irgendwie so. Aha. Ein bisschen kurios, für meiner Meinung nach, aber. Das muss im Endeffekt auch jeder selber wissen, aber muss halt mit den Konsequenzen leben, ne? Dass sie ihn halt reporten oder dafür eben. Was ist gefinished, aber. Ja, die Strafe kriegt, ne? Ist denn halt so. Ah. Schade. Für mich genau dasselbe gewesen, wäre ich nicht mit den Leuten im TS gewesen, hätte gesagt, hey Leute, ich muss schnell auf K, weil, ne? Ich hab's aber nicht angesagt. Und dann war auch nur eine Runde. Aber zweimal Stat-Check, weißt du? Ich glaube, mein Glück hat mich verlassen. Ich sollte mal wieder ein paar Wochen nichts machen. Also ein paar Wochen. Am besten ein ganzes Jahr lang nichts ziehen. Ja? Und dann komme ich wieder und dann ziehe ich wieder das Dicke los. Oder man müsste halt mal anfangen durcheinander zu ziehen. Ne? Aber kein Bock mehr, immer unterschiedliche Kisten. Und Case kaufen zu müssen oder zu kaufen, weil das halt mega irritiert ist. Ah, da ist die Spinova. Ein FN, Junge. Oh my god. Okay, letzte Kiste, Leute. Na, komplett und Trader. Da war die P90. Schade. Schade, dass sie nur durchgerauscht ist. Das wäre es noch gewesen. Was? Ich habe nicht genug? Ja, Moment, jetzt kann ich hier aber, ne?
Pass auf die Siggi. Spiel ich eh nie. Und? Der 8 Revolver aus der neuen Case, toll, Alter. Das, was ich überhaupt nicht spiele, und der ist auch... Der sieht ein bisschen ranzig, oder? Ich kann das so schnell, ich kann das überhaupt nicht erkennen, Alter. Ich hab keine Ahnung, ob der ranzig ist oder nicht. Ja, ist er. Mein Einsatz erprobt ist ja sehr ranzig. Haben wir hier? Was? Ich habe nur zwei Blow mit Star. Ja, okay, kann ich mir gut vorstellen, dass es nur zwei Blow mit Star Trek sind. Es ärgert mich jetzt ein bisschen. Weil der Revolver auch mega kacke ist. Was habe ich denn alles in Pink? So viel habe ich gar nicht Pink, ne? 1, 2, 3. 9, 4, 5. Wo zählt der 9? Da. Ne, der ist Star Trek. Der kann gar nicht. Der auch Star Trek. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ja, okay. Da ist so viel FN bei. Wenn ich die alle reinschmeiß, ne, dann muss das Rot FN 100 pro rauskommen, ne? Aber dann, ich kenne mein Glück, ne? Da kommt irgendwie so eine M4A4 Battlestar oder die Farmers Roll Cage. Oder die Baske, ja. Oder die Judgment of Anubis, die Bitzen, die halt voll das Genick bricht, und die Hyper Beast, die halt null wert ist. Ja gut, da haben wir wieder ein paar Overwatches gemacht, haben uns wieder blamiert Case öffnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei CSGO. Bis dahin. Ciao.